Warum heißt es nicht Paralympische Spiele? Ja, sehr gute Frage. Das kann ich euch auch nicht sagen. Ich weiß nur, dass Para nicht behindert heißt. Matze? Ja, ganz einfach, weil es die Paralympischen Spiele sind. Und ich glaube, jeder sagt halt immer Paralympische Spiele, weil man so nett sein will und die Paralympics erwähnen möchte, aber gleichzeitig an die Olympischen Spiele denkt, weil die Olympischen Spiele nun mal bekannter sind. Wieso fährst du keinen elektrischen Rollstuhl? Naja, ich habe genug Armkraft und bin ja eine fitte Person, eine sportliche Person. Deswegen brauche ich keinen elektrischen Rollstuhl, sondern kann mit meiner eigenen Kraft den Rollstuhl antreiben. Wirfst du mit einem Kinderspeer? Tatsächlich nein, ich werfe mit einem Frauenspeer. Der wiegt 600 Gramm, ist 2,20 Meter lang und also ganz normal. Ist es nicht doof, wenn die KollegInnen ohne Behinderung immer besser sind? Wer sagt das? Sind sie ja gar nicht. Ich glaube, dass das mit oder ohne Behinderung keine Rolle spielt. Wenn man in irgendwas ein Talent hat, dann ist es unabhängig von der Behinderung. Und man kann auch mit Behinderung in irgendwas richtig gut werden, wenn man dafür hart trainiert. Ja. Ist paralympischer Sport überhaupt echter Sport? Natürlich ist es richtiger Sport. Wir reden hier von Leistungssport. Wir trainieren genauso hart und so oft wie die olympischen Sportler und ja, versuchen alle ein Ziel zu erreichen und eine Medaille zu gewinnen. Wir treten alle für ein Land an und ja, wie gesagt, haben die gleichen Ziele. Und ihr könnt ja mal ein Training mitmachen, dann werdet ihr schon sehen, ob das kein richtiger Sport ist, Freunde. Ich kann euch sagen, es ist richtig anstrengend und ist auch richtiger Sport, würde ich jetzt mal behaupten. Darf man behindert zu euch sagen? Ich habe damit persönlich kein Problem. Bei uns ist es zum Beispiel so, es heißt auch nicht mehr Behindertensport, sondern Parasport. Und das finde ich tatsächlich, hört sich viel, viel besser an. Aber ja gut, letztendlich habe ich eine Behinderung und von daher finde ich das nicht schlimm. Ja, definitiv, weil das ist einfach der Ausdruck dafür. Ich finde immer, man sollte einfach das Kind beim Namen nennen. Und wenn das offiziell eine Behinderung ist, dann ist es so. Dürfen paralympische Athletinnen und Athleten dopen? Dürfen sie, ja klar. Also nur im paralympischen Sport. Natürlich nicht. Wo kämen wir denn dahin, wenn dann jeder nimmt, was er will? Also es ist auch bei uns so, wir werden regelmäßig getestet von der Anti-Doping-Agentur und haben auch einfach Medikamente, die wir nicht nehmen dürfen. Müssen wir diese aufgrund der Behinderung trotzdem nehmen, dann müssen wir einfach Ausnahmegenehmigungen ja, beantragen. Und dann ist es natürlich kein Problem. Aber für uns gelten da die gleichen Regeln wie für die olympischen Sportler auch. Wurden alle paralympischen Athleten mit einer Behinderung geboren? Nee, das ist bei uns tatsächlich sehr unterschiedlich. Also es gibt auch viele, die aufgrund von einem Unfall oder einer Krankheit oder sonst irgendwas im Rollstuhl oder sitzen oder eine andere Behinderung haben. Deswegen ja, ist es ganz unterschiedlich. Ich habe es von Geburt an, genau, und ich kenne auch viele, die es von Geburt an haben, aber ich kenne auch genauso viele, die aus anderen Gründen eine Behinderung haben. Ist deine Familie auch so klein? Tatsächlich nein. Also meine Familie sind alle normalwüchsig. Von meiner Mutters Seite und von meiner Vaters Seite sind alle normalwüchsig. Also Onkel, Tante, Opa, Oma. Ich habe noch zwei Geschwister, die sind nach mir zur Welt gekommen. Also ich bin der Älteste und die sind auch normalwüchsig. Also meine Eltern haben sich da auch nicht unterkriegen lassen und haben noch ja, zwei Geschwisterchen ins Rennen geschickt. Da bin ich sehr froh drüber. Und genau, ich bin der Einzige, der kleinwüchsig ist. Kannst du eigentlich Auto fahren? Natürlich. ja, ich kann mit einem Handgas Auto fahren und habe auch so einen Knauf am Lenkrad, damit ich damit besser lenken kann, weil ich ja immer eine Hand am Handgas haben muss. Wenn ich daran ziehe, dann gebe ich Gas und wenn ich drücke, bremst. Und es muss halt ein Automatikauto sein. Aber sonst ist das alles gar kein Problem. Kann man dich als Lilliputaner bezeichnen?
Nein. Also das ist tatsächlich das mit einer der Wörter Lilliputaner und Zwerg, was ich als beleidigend finde. Aber da muss ich auch noch dazu sagen, es kommt immer darauf an, wer es sagt. Also wenn das natürlich jetzt so ein Kumpel sagt, irgendeinen blöden Spruch mit Zwerg, dann kann man da noch drüber hinwegsehen, weil ich bin ja nicht auf den Mund gefallen und kann auch ganz gut austeilen. Aber grundsätzlich finde ich Zwerg und Lilliputaner als Beleidigung. Warum trägst du keine Prothese? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe lange eine Prothese getragen. Also ich habe, glaube ich, mit 2 meine erste Prothese bekommen. Habe die auch sehr lange regelmäßig getragen, hatte auch eben Krankengymnastik damit. Und ja, so im Jugendalter wurde mir das alles zu blöd. Ich habe einfach gemerkt, dass ich mit dem Rollstuhl viel schneller unterwegs bin. Und alles ein bisschen unkomplizierter ist, weil ich konnte auch mit der Prothese nicht freihändig laufen. Und ja, dann war es einfach so, dass ich gesagt habe, das brauche ich nicht mehr und habe es ins Eck gestellt. Also ich hatte tatsächlich an beiden Beinen eine Prothese, was das Ganze ein bisschen wackeliger macht. Und dadurch, dass ich so einen kurzen Stumpf habe, hält die Prothese nicht richtig und ist auch nicht so bequem. Und ja, das Ganze hat dann dazu geführt, dass ich sie ins Eck gestellt habe, aber ich habe mittlerweile eine kleine Prothese, die nur auf der Stumpfseite ist. Und damit wollte ich eigentlich wieder regelmäßig trainieren. Aber es ist doch sehr anstrengend und braucht auch Zeit. Und deswegen, ja, benutze ich sie nicht. Oder nur selten. Sind deine Organe eigentlich auch kleiner? Tatsächlich habe ich mir damals auch mal die Frage gestellt. Aber mein Oberkörper ist ja normal groß. Und nur die Gliedmaßen, also die Beine und die Arme, die etwas kürzer sind. Und ich hatte mal einen Ultraschall machen lassen, um mal so ein paar Sachen abchecken zu lassen. Und dort wurde mir dann gesagt, dass meine Organe normal groß wären. Darfst du in jede Achterbahn? Nein, leider nicht. Das ist eine Frechheit. Ich darf tatsächlich auch im Europapark kaum Achterbahnen fahren, weil viele halt über die Beine zugemacht werden. Und generell schmeißen die alle Rollstuhlfahrer dort in einen Topf. Das heißt, egal was für eine Behinderung man hat, wenn man im Rollstuhl sitzt, darf man Achterbahn dort kaum fahren. Und ja, das finde ich ein bisschen schade, dass das nicht individueller gelöst wird, weil es gibt halt einfach auch Rollstuhlfahrer, die wie ich total agil sind. Und wenn jetzt mal die Achterbahn irgendwo stehen bleiben würde, dann könnte ich da genauso aussteigen wie jeder andere auch. Das ist ein bisschen schade. Klar, es sind auch viele Achterbahnen über die Beine zugemacht. Das ist dann natürlich für mich blöd, aber ich würde behaupten, die, die über die Schultern zugemacht sind, die könnte ich genauso gut fahren wie jeder andere auch. Und das ärgert mich tatsächlich auch. Du darfst doch bei den Raststätten immer umsonst pinkeln. Also tatsächlich, ich muss leider zu meiner Verteidigung sagen, da musste ich wirklich sehr dringend. Und es musste schnell gehen. Ich hatte nicht mehr das passende Kleingeld. Und dann habe ich auch schon mal, ja, bin ich schon mal durch diesen Kindereingang gegangen. Aber tatsächlich müsste ich eigentlich auch bezahlen, das weiß ich selbst. Aber das zähle ich als Vorteil. Kannst du vom paralympischen Sport leben? Ja, mittlerweile schon. Am Anfang war es schwierig, so im Nachwuchsbereich, weil man nicht so viel Förderung bekommen hat. Ja, mittlerweile bin ich beim Zoll angestellt als Berufssportlerin. Das heißt, ich kriege auch jeden Monat mein Gehalt dafür, dass ich meine Leistung bringe, Sport mache. Genau. Und mit den Erfolgen kamen natürlich auch die Sponsoren. Das macht es dann auch noch mal leichter. Ja, und ich hoffe, dass das in den nächsten Jahren noch mal zunimmt. Ich finde es super wichtig, dass die Leute solche Fragen stellen, weil nur so kann man normal mit Behinderungen umgehen. Und ich denke, das ist in unserer Gesellschaft noch ein ganz wichtiger Punkt, dass ja, für Behinderungen einfach viel mehr sensibilisiert wird. Und ich denke auch, das geht nur mit offenen Fragen. Wenn ihr noch weitere unfragbare Fragen an uns stellen wollt, dann tut es doch bitte gerne in den Kommentaren. Wir würden uns sehr freuen. Denn so wird für Aufklärung gesorgt und Barrieren werden zum Fallen gebracht. Also traut euch!